Hi ihr Lieben, hier spricht wieder Diana von Die Kajo Stempelt. Ja, wir packen zusammen aus. Ich habe mal wieder ein Auspackvideo. Das ist die Bestellung, meine erste Sammelbestellung aus dem neuen Jahreskatalog. Und es ist nicht alles für mich. Natürlich nicht, ne? Guckt euch das Paket an. Aber wir gehen die Sachen durch und was ich auspacken kann für euch und um es euch zu zeigen, das mache ich gerne. Und ich habe auch so ein paar Freigaben von Freundinnen und Kunden, das auszupacken. Und ja, dann legen wir einfach mal los. Auf die Schnelle zu der Schachtel Knallbonbon. Mal abgesehen davon, dass die super niedlich ist. Ich habe bei der Katalogparty hier Stans in den Mai behauptet, das passt nicht auf 6x6 Inch, einfach weil ich einen Denkfehler hatte. Und zwar sind es zwar sechs Seitenteile, aber ein Seitenteil ist nur 2 cm und nicht wie die fertige Box, die zeigt 3,2. Ich dachte hier so eine Partie sind immer 3,2 cm, dann hätte es nicht gepasst. Aber wir sehen, es passt in die Hülle, also passt es auch locker durch unsere Big Shot. Wäre ja auch irgendwie dumm, aber mir ist dann noch eingefallen, für den Fall, man möchte diese Bonbonschachtel mal länger haben, kann man einfach zweimal durchleiern auf dieses Stück und die dann in der Mitte zusammenkleben. Also das geht bestimmt super. Und dann hätte man entweder das gleiche Papier oder nochmal ein anderes. Wie niedlich. Jetzt geht das wieder los. Ne? Jetzt sieht man die schön ausgepackten Sachen, dann will man die auch. Das packen wir jetzt erstmal nicht aus. Ich gehe erstmal mit euch durch. Die kleine Therapie habe ich auch ein Video zugemacht. Könnt ihr euch gerne angucken. Ich muss noch ein bisschen gucken, dass ich nicht ganz so wackel. Sonst ist es nachher schlecht. Dann das, oh, Stepping Stones. Das sind lauter Zitate. Alles auf Englisch. Könnt gerne auf Pause drücken, wenn ihr euch die in Ruhe mal durchlesen wollt. Seitenzahl kann ich euch jetzt gar nicht so aus dem Standgreif mitgeben. Könnte ich mir auch gut vorstellen für so ein Bullet Journaling, dass man sich da einfach so ein Motto pickt für den Monat oder so. Wild romantisch. Ich liebe ja, ach, das liebe ich ja. Ich habe noch nicht viel damit gemacht, aber ich habe das schon. Das wird dann wahrscheinlich auch ein Video werden. Die Basics mit Pep. Auch hierzu gibt es schon ein Video von mir auf YouTube. Mein Kanal, die Kajo stempelt. Stanzform, diagonale Kartenstrukturen. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch schon den Katalog hat und wer da schon mal durchgeschaut hat. Wir haben in diesem Katalog einige neue Stanzformen, die überhaupt nicht mit einem Stempelset koordinieren. Das heißt, das kann man sich dann bestellen. Das sind wirklich so Basics. Oh, wie cool. Und das ist dann halt so ein ganz feines Gitter. Ganz, ganz fein. Und ich hatte hierzu extra beim Support nachgefragt, weil ich mir unsicher war. Diese Stanzform sieht erstmal so aus, dass es wirklich, ja, als wäre es limitiert. Aber wie man hier sehen kann, da könnt ihr was auch immer für ein Stück Papier reinlegen und es stanzt euch eben hier diesen Auszug. Und auch hier liebe ich diese nicht gebrochene, also diese gebrochene Kante, nicht diese stracke, wie das hier so anmutet, sondern, oh, cool, ich bin sehr gespannt. Meistens merkt man es bei meinen Videos, das ist für mich. Ja, jetzt müssen wir mal hier gucken und ein bisschen mit dem Platz haushalten. Hier auch. Glad we're friends. Der Corgi, wie cool, oder? Man kann den Corgi auch so benutzen, gerade zum Thema Geburtstagskarten, Geburtstagsgrüße. Happy Birthday Thema hier oben. Und wie goldig, oder? Ich finde, es gibt schöner gemalte Katzen noch, aber für Katzenfans ist das was. Und ich finde, bin gerade am Überlegen, es muss man gar nicht das mit den Öhrchen, das kann man auch so kolorieren, dass es zum Beispiel ein Fuchs ist. Muss ja nicht immer eine Katze sein oder ein Kater, ne? Dann, ach, so viel auszupacken, ich freue mich immer total. Und auch mal in Live zu sehen. Oh, das ist ein Spoiler-Alarm. Schöne Gedanken, das habe ich mir schon bestellen dürfen, weil ich mich bei so einem Stampin' Up Event angemeldet habe. Dazu drehe ich dann wahrscheinlich ein Video in absehbarer Zeit, aber erstmal will ich hier mit den neuen Sachen spielen. Das neue Spielzeug bespielen, das sind die Stanzform-Jahreszeiten-Mix.
ein tolles Starter-Set, wenn jemand noch keine oder noch nicht viele Stanzformen hat. Oder auch hier wie für mich so ein alter Bastelhase. Oh, guck doch mal, da ist nämlich alles so ein bisschen vereint. Ihr habt Muscheln zum Thema Sommer, Urlaub. Ihr habt Blätter zum Thema Herbst. Es gibt Blumen, Sommer und Schneeflocken. Eins, zwei, drei, vier. Und das ist noch, also ihr habt immer die Umrandung. Das Stempelset kommt uns auch noch unter hier gleich. Ihr habt dann immer die Umrandung, die ihr solo benutzen könnt und ausstanzen oder aufkleben auf eben hier diese Umrandung oder das Stempelmotiv. Oh, und guckt mal hier. Also irgendwie fahre ich wohl auf Gitter ab, ne? Und ich finde, es ist wirklich ein tolles Starter-Set. Es gab schon öfter solche Sets bei Stampin' Up, die sich dann halt mit dem ganzen Jahr beschäftigt haben. Und da finde ich ganz cool. Gedanken und Grüße, da habt ihr dann so eine schöne Sammlung an Sprüchen. Das ist auch ein neues. Einfach so ein Sonnenschein, so ein großer Hintergrundstempel. Es sind sehr viele neue Hintergrundstempel, wie ich finde. Also da war ich wirklich auch sehr überrascht. Hier haben wir das Stempelset, passend zu dem Set der Stanzform Jahreszeitenmix. Und es sieht so, schaut euch das mal an. Ich glaube auf Seite 91. Ich weiß aber gerade nicht, nee, nicht auf Seite 91, das war der Sonnendruck. Da schaut nochmal, also so tolle Beispiele, da gibt es noch ein total geniales Papier. Ich freue mich voll. Aber ihr seht, das ist zweimal drin, das ist nicht nur für mich. Dann die goldenen Igelchen haben wir bestellt. Ja, das ist was für PC-Fans. Oder für Leute, die andere Leute kennen, die ihn immer nach dem PC gucken, als Dankeschön, Geburtstagskarte und so weiter. Ach, sehr cool. Da mein Mann beruflich viel mit dem Computer zu tun hat, wird das also sozusagen die Basis sein für die nächsten Geburtstagskarten. So, dann hier das Hoffnung und Segen. Ey, wir haben so schöne. Das ist eins von den schönen Sets, die wir im Jahreskatalog haben. Im Jahreskatalog gibt es noch ein Set mit Fischen, da sind allerdings, da ist die Stanze noch nicht lieferbar. Gut gerahmt. Dieses Set das koordiniert mit dem Geometrie-Set. Abstrakt, Geometrie, wie war das denn? Ah, ich blende es euch unten ein. Da, irgendwo blende ich es euch ein. Und da habt ihr dann zu diesen Hexagon-Stanzformen einfach so ein Stempel, der genau reinpasst und auch hier so eine Umrandung, die dann aussieht, als sei sie gestitcht, also gestickt. Und dann kann man halt, ich mag ja Eukalyptus sehr, ich weiß nicht, ob der noch trendy ist, aber ich mag ihn halt optisch total gerne. Und hier sieht man dann, weil ich war jetzt eben ein bisschen verunsichert, dieser Spruch hängt nicht an dem Rahmen dran, das ist wichtig. Wir machen weiter. Nochmal Hoffnung und Segen. Also wirklich schön, oder? Auch hier diesen, das Kreuz und auch hier diesen Anker, das muss man nicht unbedingt dann für Taufe oder so benutzen. Man kann da ja auch einfach sowas mediterran gestalten. Das sind die Blends in Minzmakrone. Ja, das ist irgendwie, da bin ich sehr gespannt, was hierzu noch gesagt wird, weil das sind so bedruckte, teils bedruckte Pergamentpapiere in einem relativ kleinen Format, ne? Also 9,5 mal 12,7 cm. Aber man kann hier schon durch erahnen, die sind nicht alle bedruckt. Wir sind gespannt. Wir dürfen gespannt sein. Schere. Ich sage noch kurz mein Dicayo-Stempel-Sonder-Schubidu-Special-Angebot. Bei Bestellungen ab 200 Euro bekommt man zu den Preisvorteilen, die man, für die man sich dann Produkte aussuchen darf, sich schenken lassen darf, schenke ich obendrein noch eine Schere dazu. Einmal das. Dann haben wir hier ein Band. Das gehört zu dieser Sonderserie. Da gibt es dann nochmal was zu. Die Waldfreunde. Die werdet ihr jetzt bestimmt auch ganz oft sehen. Ich glaube, das kommt richtig gut. Das ist auch so ein niedliches Papier dazu, was man nicht unbedingt auf niedlich basteln muss. Da bin ich auch gespannt. Nochmal gut gerahmt.
Wie heißt denn das? Abstrakte Schönheit, glaube ich. Ich glaube, so langsam kommt es wieder in den Kopf zurück. Ich meine abstrakte Schönheit. Die neuen Incolor-Farben. Auch dazu habe ich ein Video auf YouTube hochgeladen. Da geht es darum, die Farben in Kombination oder im Vergleich mit anderen. Den Leinenfaden. Dann. Ah, sehr cool. Das sind kleine Tüten mit einem, also das sind so, ja, wie soll man das jetzt nennen? Das ist wie so ein Mini-Krippbeutel mit einem Sichtfenster. Ich freue mich ja immer auf die neuen Verpackungen, da kriegt man mal Ideen. Und hier bei dem fand ich es ein bisschen gruselig, weil ich habe mich dafür schon interessiert, bevor ich den Katalog gesehen habe und habe auch so eine ähnliche Art auch schon mal bestellt. Und hier, die sind dann eben im Pack mit Weiß und Kraft, also so Natur, Kraft, wie sagt man denn? Kraftpapier-Look. Und das kann man bestempeln und die sind wieder lebensmitteltauglich. Und dann kann man das halt befüllen. Und wenn man so ein Schweißgerät hat, könnte man das sogar zuschweißen, wie man das so von den, weiß ich, Käsepackungen und so weiter kennt, hier von so Snacks. Und kann man das verschenken. Sehr cool. Also es ist einfach so ein kleines Mitbringsel. Sowas mag ich ganz gerne verschenken. Dann haben wir. Die finde ich ja cool. Moment. Die sind so facettiert. Interessante Farben. Matte Schmucksteine, aber sie sehen echt gut aus. Ich weiß aber gerade nicht auswendig, zu welchem Set das gehört. Da ist noch Sommersorbet und Minzmakrone dabei. Und dann haben wir noch das neue Karten, Sortiment, Erinnerung und mehr. Wie heißt es? Großer Tag. Ja, also auch fürs Bullet Journaling, glaube ich, richtig cool. Oh, und dann haben wir hier noch so viel, ne? Junge, Junge, Junge. Das gehört auch zu der Serie, wo ich nochmal, da muss ich nochmal gucken, wann ich dazu komme, euch ein Video zu schicken. Wir haben Handstanzen, die drin geblieben sind. Da hatte ich letztes Jahr was in die Kataloge gepackt. Die Libelle ist drin, oder die Libellen sind drin geblieben. Dann ganz viele Stanzformen. Ganz, ganz viele. Das sind die Stanzformen Bilderwald. Die darf ich aufmachen, das weiß ich. Das machen wir jetzt auch. Ich packe sie auch wieder rein. So. Ups. Da. Das Bällchen ist schon ordentlich groß, gell? Also mir schweben da so Wimbel vor mit, so Baby, Kinderwimbel oder einfach so für ein Türschild aus Papier. Das ist halt auch wieder hier so ein kleiner Tag, so ein Anhängerchen und viele, viele Stempel sind ja in dem Set. Ich halte es nur mal kurz, weil es mich hier gerade so anlacht. Halte ich es hier nochmal rein. Aber es sind halt eben auch wieder Stanzformen, die man einfach so ausstanzt. Kombinieren kann natürlich immer, immer kombinieren. Und bin sehr gespannt, was wir damit noch sehen. Stanzformen Natur inspiriert. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Deswegen müssen wir gar nicht auspacken. Natur inspiriert, das ist diese Produktreihe Sonnendruck. Die lade ich noch hoch, habe ich aber schon fertig und vorbereitet. Das ist nochmal Stanzform Jahreszeitmix, habe ich euch eben auch schon gezeigt. Dann waren sich zwei ganz einig, ich brauche die neuen Schablonen. Ich habe wirklich, wirklich viele Ideen zu den Schablonen. Ich habe auch hier und da schon Videos gesehen auf YouTube. Ich wollte aber auch mal noch eins machen. Und zwar dann hier dieses Mal ein Sortiment, was dann kombinierbar ist. Also man kann das nutzen mit einer Farbe und dann das drüberlegen, layern und nochmal mit einer anderen Farbe drüber gehen. Das fand ich cool und ich glaube, das macht auch nochmal mehr Spaß. Die letzten haben mir nicht so viel Spaß gemacht. Oder die vorletzten waren das. Weil da waren auch zwei Motive, die habe ich gar nicht genutzt. Und das hier, das ist eigentlich ganz gut hier mit dem Cardstock unten drunter. Das ist so ein bisschen Mosaik anmutendes, so ein bisschen orientalisches Muster. Und das kann man natürlich dann hiermit kombinieren, ne? Wenn ich das mal so ein bisschen schiebe, ne? Und da bin ich sehr gespannt. Hier,
Das hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil ich muss sagen, dann kann man sich auch einfach ein Papier nehmen, ein Schmierpapier mit einer Handstanze ausstanzen und hat genauso die Möglichkeit, genauso hier. Aber gut, Sie werden sich was bei gedacht haben und vielleicht bereue ich es ja, also bereuen tue ich es eh nicht, aber vielleicht kommt mir damit auch noch eine schöne Idee in den Sinn. Dann haben wir ganz viel Papier, da überspringe ich mal eben.